Villeneuve d'ASCQ ist eine Stadt mit 62.616 Einwohnern im Norden von Frankreich. Sie liegt unmittelbar östlich von Lille im Departement Nord in der Region Nord-PASD-Calais. Villeneuve d'ASCQ nennt sich Technopole wert, was durch das Stadtlogo symbolisiert wird, eine blaue Kugel neben einem grünen Blatt. Nach einem etymologischen Wörterbuch kommt der Name ASCQ vom flämischen Ask, was auf Deutsch Esche bedeutet. Geografie, Lage. Die Stadt grenzt unmittelbar an den Südosten der Stadt Lille. Die Grenze zu Belgien liegt östlich etwa 20 Kilometer entfernt. Etwa 10 Quadratkilometer des Stadtgebiets sind Grünfläche, Waldgewässer oder landwirtschaftliche Nutzfläche. Stadtgliederung. Neben den alten Ortschaften Anappes ASCQ und Fleers gehören zum Stadtgebiet die Quartiere Babylon, Brigode, Chateau, Kusengiri, Kreuk de Valas Hemp, -hemp -pont, Hotel de Ville, de Bois Poste. Press, Rituil, Residenz, Saat und Triolo. Bevölkerung. In der Stadt leben etwa 62.000 Einwohner. 50.000 Studenten besuchen die Hochschulen. Das Durchschnittsalter liegt bei 29 Jahren. Geschichte. Das Dorf HSCQ wurde erstmals als Asnepio zur Zeit Karls des Großen urkundlich erwähnt. Es gehörte jahrhundertelang zur Grafschaft Flandern bzw. zum Herzogtum Burgund. Seit dem Vertrag von Aachen von 1668 ist es Teil Frankreichs. Während des Zweiten Weltkrieges verübte in der Nacht vom 1. zum 2. April 1944 eine Kampfgruppe der 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend das Massaker von ASCQ. Dem 86 Menschen zum Opfer fielen. An dieses Massaker erinnert seit 2005 ein Mahnmal. Die Trabantenstadt Villeneuve d'Ascq wurde 1970 gegründet. Die neue Stadt vereint die Dörfer AScq, Annapes und flers lez lille und wuchs in den Jahren darauf kontinuierlich. Politik. Villeneuve d'Ascq ist eine Hochburg der französischen Linken. Angeführt von den Sozialisten erzielt die Allianz außerordentliche Wahlergebnisse. Bürgermeister Jean-Michel Stivenat im Amt folgte auf Gerard Caudron. Der von 1977 bis 2001 im Amt war und stets im ersten Wahlgang gewählt worden war, kam erneut Gerard Caudron ins Amt. Dem Gemeinderat gehören 34 Mitglieder an, darunter sind 14 Frauen. Städte, Partnerschaften. Villeneuve DASCQ unterhält Partnerschaften mit folgenden Städten Deutschland Leverkusen Deutschland Belgien Tournee Belgien Schottlands Erling Schottland Kanada Gatineau, Kanada Rumänien Jasch Rumänien Benin Uida Benin Polen Razibots, Polen Griechenland Scheiderie Griechenland Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke auf dem Stadtgebiet von Villeneuve DASCQ stehen zwei Schlösser das klassizistische Schlösschen Lesart, das heute als wäre ins Heim eines Golfclubs dient und das aus dem 17. Jahrhundert stammenden Schloss Flers, Das in seinem Untergeschoss ein Museum beherbergt, seit 1983 besteht das Museum Lem mit moderner Kunst. Im Viertel Kusengiri befinden sich zwei Mühlen aus dem 18. Jahrhundert und ein Mühlenmuseum. Sport Villeneuve DASCQ wurde 1996 zur sportlichsten Stadt Frankreichs gewählt. Das hat seinen guten Grund. Die Stadt investiert in den Sport mehr als in die Kultur. Dazu gehören unter anderem 27 Sporthallen, 16 Fußball- und 2 Rugbyplätze, 12 Tennisplätze, 2 Golfplätze. Derzeit beherbergt Villeneuve im Stade Pierre Mauroy den französischen Fußball-Erstligisten OSC Lille. Wirtschaft und Infrastruktur. Betriebe und staatliche Strukturen aufgrund des Platzangebotes haben verschiedene große Betriebe ihren Firmensitz in Villeneuve d'Ascq. Zudem ist die Stadt ein Forschungsstandort besonders in der Zeit Scientific und Hauteborn. Sehr günstig ist die Lage der Stadt in der Nähe von Benelux und Paris, das mit dem TGV Lille-Flandre in 80 Minuten erreicht wird. Hauptsächlich findet man in Villeneuve DASCQ den Firmensitz von Bonduelle, der auf die Verarbeitung von Gemüse spezialisiert ist. Den Firmensitz der Kreditbank Cofides, den Firmensitz des Sportartikelherstellers Decathlon Oxylein. Den Firmensitz der Schokoladen- und Süßigkeitenfabrik Bouquet den Firmensitz der handwerklichen Brauerei Mullins DASCQ. Den Firmensitz der einwegische Fabrik Tiffany Industrie, auch das Sicherheitssoftwareunternehmen Netisk, sowie die Fastfood-Ketten Flansch, Lee drei Brasseurs und Pizza PAI, auch die Modikette Pimki der Association Familiale Moliz hat hier ihren Sitz. In Villeneuve DASCQ liegt auch der europäische, mittelöstliche und afrikanische Firmensitz des SIT-Beraters SoftThings und der europäische Firmensitz und das Forschungs- und Entwicklungszentrum. Des kanadischen Lebensmittelkonzerns McCain Foods. In der Stadt liegt auch die französische Einkaufsgemeinschaft der Hypermarket Auchan. Das europäische Forschungs- und Entwicklungszentrum des englischen Lebensmittelkonzerns Tate und Lyle und ein Digitalisierungs- und Data Center. Des amerikanischen Technologieunternehmens Xerox. Villeneuve DASCQ nimmt auch manche Staatsdienstgebäude und staatliche Strukturen auf. Da liegt die Nordregionaldirektion von Wetterdienst Meteo Franz ein Quartier der Gendarmerie Nationale. Auch die Nordregionaldirektion des Straßenverkehrs ist dort beheimatet. Seit 1998 hat der Telefonanbieter Orange Büros in Villeneuve DASCQ, der im Jahre 2005 die dritthöchsten Unternehmenssteuern in der Metropole Europäne De d zu zahlen hatte. Es gibt auch in der Stadt ein Datenverarbeitungszentrum und ein Regionalaufsichtszentrum der Elektrizitätsgesellschaft Electricité de France, das im nordwestlichen Teil Frankreichs alles kontrolliert. Von 1984 bis 1994 lag eine große Kleinkomputerfabrik Bull in Villeneuve D.A.S.C. Cuda, wo heute der Decathlon-Oxylane-Firmensitz ist. Früher stand auch eine chemische Fabrik der Rhone-Pulnich-Gruppe auf einem 10 Hektar großen Gelände, wo sich heute das Versandhandelunternehmen Dreiswisses befindet. Villeneuve DASCQ beherbergt im Stadtviertel Rikuil die Nordregionaldirektion des französischen Instituts für Textilien und Kleidung. Es berät Textilunternehmen bei technologischen und wirtschaftlichen Fragen. In Villeneuve DASCQ gibt es insgesamt 2000 Unternehmen. Handel und Geschäfte Es gibt in Villeneuve d'Ascq zwei wichtige Einkaufszentren. Bei seiner Eröffnung war das V2 der größte Großmarkt nördlich von Paris. Im Jahre 2004 war V2 noch das größte Einkaufsgebiet der Region Nord-PASD-Calais. Dann wurde ein neues Einkaufszentrum Heron Park neben V2 im Jahre 2009 geöffnet. Heron Park hat ein 13.000 Quadratmeter großes Einkaufsgebiet, viele Restaurants und ein Kino mit zwölf Seelen. Da gehören die meisten Unternehmen der Mulliz-Holding einem Familienunternehmen. Wirtschaftliche Dynamik. Im Oktober 1996 war Villeneuve DASCQ auf dem 11. Platz der Liste der dynamischsten Städte in Frankreich, die von der Zeitung Le Eches erstellt wird. Sie ist die einzige französische Stadt in nord calais die in die 50 ersten Städten eingestuft ist. In einer Studie der Monatszeitschrift Lexpansion im Jahre 2007 ist Villeneuve DASCQ im Vergleich mit ganz Frankreich für die Einstellungsaussichten für die zehn kommenden Jahre in den ersten Platz eingestuft. Die Stellenentwicklung in Villeneuve DASCQ scheint plus 23,7 Prozent bis 2017 zu sein, mehr als in Lille, Marseille, Lyon und Paris. Bildung Villeneuve DASCQ ist das größte Hochschulzentrum der Eurometropole Le Cordrie-Dornig und der Euroregion Lille-Flandern. Die Stadt beherbergt zahlreiche Universitäten und wissenschaftliche Hochschulen. In der neuen Stadt befinden sich zwei große Universitätsgelände. Zum einen die Wissenschaftliche Universität, Universität Lilly. Die größte Universität in der Region in Bezug auf die wissenschaftliche Ausbildung und die größte französische Universität in Bezug auf die Fortbildung, zum anderen die Literatur- und Humanwissenschaftliche Universität Lille III. An diesen beiden Hochschulen sind beinahe die Hälfte der Studenten der Universität Lille Nord de France immatrikuliert. In Villeneuve DASCQ befindet sich ein Universitätstechnologieinstitut, ebenfalls auch die Baukunst- und Landschaftshochschule von Lille, sowie fünf technische Hochschulen, École Centrale de Lille, École Nationale Supérieure des Chemie de Lille, Polytech Lille, Telekom Lille 1 und die École Supérieure des Techniques Industrielles et des Textiles. In der neuen Stadt werden 200 öffentliche und private Labore gezählt, deren 31 mit dem CNS in Zusammenarbeit arbeiten. In Villeneuve d'Ascq haben Forschungseinrichtungen mit internationalem Ruf ihren Sitz. Es sind IEMN, INRIA, LIL, INRITS, ESTAS, LEOST, PRACES, INRA das Tierärztliche Labor, IRIS und ITF Nord. Zudem beherbergt die Technologiestadt den europäischen wissenschaftlichen Park Hauteborn mit etwa 150 Hektar nahe der Universität Lille. Verkehr. Nach Brüssel sind es etwa 40 Minuten Reisezeit, nach Paris eine Stunde und nach London zwei Stunden. Der TGV-Bahnhof Lille Europe ist vom Zentrum aus in 15 Minuten erreichbar. Auch sonst ist die Stadt gut ins französische Eisenbahnnetz eingebunden. Die Verbindung ins Zentrum von Lille wird mit der Metro Lille nach dem System hergestellt. Mehrere französische Autobahnen haben im Großraum Lille Anfangs- bzw. Endpunkt A1, A22, A23, A25, A27. Der Flughafen Lesquin ist über die Autobahn in 10 Minuten erreichbar. Persönlichkeiten Grégoire Demestier, französischer Autorennfahrer.